Es gibt einfach Sachen, die machen in der Gesellschaft einfach mehr Spaß. Es fängt beim Spielen an und hört beim Backen und Kochen auf. Zum Beispiel mit Kindern, mit Enkelkindern. Das kann so viel Spaß machen, gemeinsam in der Küche etwas zaubern, was man dann auch gemeinsam genießt. Und das verbindet natürlich auch und macht eine Menge Spaß. Und sowas haben wir heute nämlich hier. Es geht nämlich um diese Waffeln. Sie kennen diesen Duft und was man darauf belegen kann. Es schmeckt einfach nur super lecker und uns läuft auch schon das Wasser im Munde zusammen. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Aber um Ihnen das Ganze noch etwas schmackhafter zu machen, habe ich Ihnen noch den Kai herbeigeholt. Hallo, da sind wir wieder. Und ich muss übrigens was sagen. Ich finde, es hört dann eigentlich erst beim gemeinsamen Essen auf. Ja, und stimmt. Nicht beim Backen und Kochen. Ja, stimmt. Sondern genau da Essen. Ist es dann nämlich, wenn der Genuss am Schluss kommt. Und was wir es Ihnen vorstellen, sind zwei ganz schöne, auch extrem günstige Waffeleisen. Und anfangen tun wir mit unseren belgischen Waffeln. Die kennen Sie, die gibt es heute auch in jedem Supermarkt abgepackt. Immer so zwei nebeneinander. Aber ich denke auch, wie Anna das gerade gesagt hat, es macht vielmehr wieder 5 Mark, ne? Ja, 5 Euro. Mark haben wir schon lange nicht mehr. Ja. Die ganze stecken bleiben. Dass es einfach doch viel mehr Spaß macht, wenn man zu Hause einfach mal den Waffelteig macht, weil da wissen sie auch geschmacklich, wo sie hinwollen, ja, was sie drin haben. Das finde ich immer ganz wichtig, weil man, wenn man selber zu Hause kocht, weiß man auch, was man verwendet. Ja, und hier steht es vor uns, so sieht es aus, das ist das Gerät sozusagen zum selber Waffeln backen. Ich meine, es gibt die auch zu kaufen und dann steckt man den Toaster und dann weiß man ja auch nicht, was drin ist. Heutzutage muss man ja auf dies achten und kein Gluten und dies und das. Und es macht doch viel, genau, Geschmacksverstärker, ja, es macht doch viel mehr Spaß, wenn man das Ganze selber machen kann. Und hier haben wir unser Waffeleisen für die belgischen Waffeln. Und wir haben den Teig schon mal vorbereitet. Übrigens, Sie finden ganz, ganz viele tolle Rezepte auch im Internet dazu. Denn man kann ja auch zum Beispiel herzhafte Waffeln machen, indem man einen Pizzateig benutzt. So, als erstes legen wir los. Wir ölen oder fetten das Ganze erstmal ein. Klar, damit die Waffeln natürlich nicht anbacken. So. Lieber Kai, jetzt habe ich allerdings, ich habe ein neues Kleid. Würdest du mir die Ehre erweisen, den Teig zu befüllen oder willst du es machen? Ja, ist vielleicht besser. Ich fange an, das ist überhaupt kein Thema. Und liebe Regie, ich mache es heute so, dass nichts überläuft. Nicht so viel, Regie sagt gerade wieder, bitte nicht so viel. Ich halte mich dran, aber es soll ja schon ein bisschen aufbacken dann auch. Also ich bin vorsichtig, das auf jeden Fall. Gut. Und normalerweise ist die Backzeit hier bei den Waffeln circa 6 bis 8 Minuten. Ja. Im ersten Aufheizvorgang kann es ein bisschen länger dauern. Das ist nicht so schlimm, also machen Sie eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher an und dann geht es auch schon genau los so. Und haben Sie auch gesehen, wie wenig der Kai genommen hat? Gerade mal eine Kelle, das heißt, man ist ja auch extrem sparsam damit, man braucht gar nicht viel. Deswegen mit einer Füllung, die wir hier hergestellt haben, oh, jetzt habe ich es geschwabbert, nee, ist nicht schlimm. Mit einer Füllung, die wir hergestellt haben, kriegt man wahnsinnig viele Waffeln auch zusammen. Ja. Deswegen, wir haben jetzt so dieses typische Rezept mit Eiern und Mehl und das, was Sie auch kennen. Aber da kann man natürlich auch ein bisschen variieren. Je nach Geschmack, da kann man alles Mögliche reinmachen. Du kannst Zimt reintun. Was ich übrigens auch mal empfehle, was ich Ihnen wirklich empfehlen kann, wenn Sie so einen Teig machen, viele sagen da, wenn Sie jetzt so einen Waffelteig machen, nur als Tipp, es gibt Koriander gemahlen. Ja. Und wenn ich den Waffelteig ansetze und mache den mit Zimt, Zucker und ein bisschen Koriander rein, das ist ein absoluter Knüller, das ist ein Geschmackserlebnis. Das ist so ein Geheimrezept bei mir, frischen Koriander könnte lecker man auch nehmen. Ja. Aber wenn Sie ein bisschen Koriander reintun, ein Traum. Also, oder man könnte ja auch Basilikum, Rosmarin und hinterher so ein bisschen Feta drüber streuseln. Oh, das ist bestimmt auch lecker. Oder natürlich der typische Pizzateig mit Hefeteig und hinterher Salami. Oder natürlich ganz traditionell mit Apfelmus, mit Schokolade, wie wir es hier haben. Oder mit roten Früchten. Oder mit Vanilleeis. Oder Schokoladeneis. Ne? Oder 1000 anderen verschiedenen Varianten an Eis, die sie machen. Was übrigens auch sehr schön ist, wenn sie ein Sorbet machen. Machen sollte man Kiwi, ja, machen Zitronensorbet. Das zu den Waffeln dazu. Dann kommt auch so ein leicht säuerlicher Touch dazu. Also Sie sehen, die Variationsmöglichkeiten sind mannigfaltig. Und an unserem Gerät ist das Schöne, dass wir eine sogenannte Backampel haben. Und das sind diese beiden Lampen, die hier oben drauf sind. Einmal haben wir die rote Lampe, die uns zeigt, dass der Backvorgang und der Aufheizvorgang läuft. Und wenn dann das Backeisen sagt, das Waffeleisen sagt, so, jetzt ist fertig, dann springt das auf unser grünes Lämpchen um. Ja. Und dann wissen Sie, hurra, die ersten Waffeln sind fertig. Genau. Oder mir fällt auch gerade noch ein mit Sahne. Das ist ja auch extrem lecker. Sahne haben wir jetzt leider hier nicht. Aber wenn Sie schöne, frische Sahne schlagen, das ist natürlich auch extrem lecker. Und dann gemeinsam bei einem gemütlichen Tässchen Kaffee genießen oder Tee oder für die Kinder Kakao. Das ist doch lecker. Und gerade auch zum Verschenken. Das ist eine geniale Geschenkidee. Ja. Denn das schmeckt lecker und auch für Kalorienbewusste kann man das ja variieren, wie man möchte. Dann backt man halt einen kalorienreduzierten Teig. Na klar. All das ist möglich. Der Hammer bei uns ist natürlich wieder unser Preis. Gucken Sie mal, wie schön das alles dekoriert ist. Wow. Also da müssen
müssen wir wirklich mal wieder sagen, unser Ugo, der sich hier um Set-Design kümmert, der hat einfach ein absolutes Händchen dafür. Das ist so traumhaft lecker, wie das alles aussieht. Und wir haben auch hier bei uns vor dem Tisch noch so schön mit ein bisschen Schokolade, weiß und braun, das alles so traumhaft schön dekoriert. Also genauso können Sie es natürlich auch machen, weil das Auge isst ja mit. Und was wir Ihnen sagen können, diese Waffeln sind einfach eine super lecker Sache. Und es ist ja auch eine lupersäckere Sache, genau so ist es. Und dabei bleibe ich jetzt auch. Also eine lupersäckere Sache. Und das Schöne ist einfach, wenn Sie mal mit Ihren Kids zusammen, mit den Enkeln, das wirklich mal nachmittags machen, dann haben Sie einfach mal wieder gemeinsame Zeit und es kommt hinten noch was bei rum, wo man dann wirklich schön fein schmeckern kann und so ein bisschen knuspern kann. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr lecker Sache, muss ich schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, auch die Backfläche ist an sich einfach zu reinigen, denn man ölt es ja vorher ein. Oh, das heißt, es gibt auch kein Ankleben. Es duftet hier schon super lecker und einfacher kann man es wirklich nicht haben. Auch, wenn sich mal spontan Besuch ankündigt, Eier, Mehl, sowas hat man immer im Kühlschrank bzw. im Schrank. Und da kann man das natürlich auch super mal die Verwandten ein bisschen verwöhnen mit diesem leckeren Duft. Und das ist richtig klasse. Und das kann man ja belegen, wie es Ihnen macht. Also jeder, was er liebt, kann er darauf machen. Machen Sie es an einem Kindergeburtstag nachmittags, wenn anstatt der normalen Spielmann sagt, so, wir machen jetzt Waffeln. Auch das wird ein Riesen-Happening werden, können Sie sicher sein. Weil wenn die Kiddies dann alle da sitzen, genüsslich an den Waffeln kauen und schmatzen, das ist auch schön zu sehen. Und mit Waffeln kriegen Sie jedes Kind rum. Also da bin ich mir sicher. Aber nicht nur jedes Kind. Nö. Also wenn wir uns hier so sehen, ne? Jetzt geht es hier schon ordentlich zur Sache. Aber wir sind immer noch nicht ganz fertig. Das ist noch halb fertig. Wir können es kaum abwarten. Normalerweise sollte man das nicht machen. Immer wieder auf und immer wieder zu. Aber ja, so, Sie wissen ja, wie Kinder so sind. Ist übrigens auch ganz platzsparend aufzubewahren. Man kann das ja auch vertikal in den Schrank stellen. Es ist super flach. Also auch für kleine Single-Haushalte, die sagen, ich habe keinen Platz für große, sperrige Küchengeräte, ist das kein Thema. Und liebe Zuschauer, wenn ich Ihnen jetzt den Preis verrate, bitte nicht lange überlegen. Das Gerät kommt für unter 13 Euro zu Ihnen nach Hause. Ist doch Wahnsinn, oder? Knaller. Also normale Waffeleisen kosten zwischen 29, 39, 49, vielleicht sogar hoch bis 100 Euro. Und wir bieten Ihnen das, wie es Anna eben gerade gesagt hat, für unter 13 Euro an. Ja. Die Bestellnummer ist die NC3370 und dann die 569, wenn Sie sagen, ab heute soll es bei uns belgische Waffeln zu Hause geben. Ich muss jetzt noch mal wie ein kleines Kind gucken. Sieht schon mal gut aus. Kann man das schon in der Kamera sehen? Dann siehst du hier, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir brauchen noch ein bisschen. Aber weißt du was? Solange dekoriere ich schon mal hier unsere Waffeln. Ja, genau. Guck mal, was willst du drauf haben? Schoki? Schoki und ein bisschen. Oh ja, so ein bisschen Schokolade. Ich hoffe, ich versaue das jetzt nicht. Warte mal, bis die Kamera wieder da ist. So. Und dann können Sie natürlich auch dekorieren, ist natürlich das Tolle. Belgische Waffeln ist ja ganz klassisch, ne? Mit Sahne drauf, Kirschen, auch ganz lecker. Oh, guck mal. So, was haben wir denn sonst noch so alles? Jetzt mache ich noch ein bisschen, was wollen wir drauf machen? Kirsch? Obst. Doch, das ist ein guter Kontrast, ne? So ein bisschen rote Grütze drauf, auch immer lecker. Oh, schmeckt klasse. Ist übrigens auch nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer eine ganz leckere Sache, wenn man abends mal Waffeln macht. Und hat ja auch Nährwert, ne? Ja, genau. Also das ist wirklich für was lecker zwischendrin. Und jetzt gucken Sie sich das mal an. Ist das nicht herrlich? Oh, das macht auch Spaß vor allen Dingen, ne? Ja, vor allem macht das Hunger. Und wissen Sie, was das Kindern auch für Spaß macht? Also bei Kindern ist ja sowieso, wenn die ein bisschen mit in der Küche helfen können, dann sind die ja auch unheimlich stolz. Stolz wie Bolle. Na klar. Und dann können die sagen, guck mal hier, das habe ich selber gemacht. Denken Sie doch nur mal dran, ein bisschen Smarties noch mit rein zu dekorieren, all solche Sachen. Jede Möglichkeit vorhanden, das zu machen. Ich denke mal, wir nehmen die jetzt mal raus. Wollen wir die schon rausnehmen? Ja, die dürften schon so langsam mal sicher an dem Bereich sein. Gut, es ist natürlich immer so eine Sache. Man muss natürlich ein bisschen Gefühl kriegen, wie viel Teig man noch Teig braucht. Nee, stimmt, da müssen wir noch ein bisschen. Die sind noch weich. Wie viel Teig muss ich reintun? Weil wir wollen nicht, dass das Ganze überquillt. Und das ist mir, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein Überquiller. Also ich tue immer so viel rein, dass mir am Rand ein bisschen was runterläuft. Ich weiß, viele Hausfrauen schlagen jetzt die Hände im Kopf und sagen, um Gottes Willen, der Kai, der matscht rum zu Hause. Es geht natürlich auch ohne. Mir ist es bloß wichtig, dass die Waffeln eben vom Teig nach oben her auch richtig schön ausbacken. Und dann ist ja natürlich noch die große Frage, es gibt die einen, die sagen, ich möchte eine Waffel lieber ein bisschen, ja, wie kann man dazu sagen, ein bisschen krosser, saftiger. Genau, das und die anderen sagen es krosser. Ich bin also eher so diese Mischung aus, außen leicht kross und innen noch so ein bisschen saftig. Aber das können Sie natürlich ganz individuell so einstellen, wie Sie wollen, je nachdem, wie lang die Backzeit von den Waffeln ist. Also da ist es überhaupt kein Problem. Und die belgischen Waffeln haben eben den Riesenvorteil, durch dieses grobe Raster obendrauf hält natürlich die Deko auch wunderschön. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie kleinere Sachen drauf tue, ist das schon eine ganz leckere Sache. Ne? So, es gibt aber eben nicht nur die belgischen Waffelfans, sondern es gibt auch für den Verliebten was. Genau. Die Herzchenwaffeln. Und auch da bieten wir Ihnen hier auch für ganz kleines Geld unser Herzwaffeleisen an. Und das ist auch total schön. Da sind insgesamt 5 Waffeln drin.
Und natürlich auch ist dieses Waffeleisen antihaft beschichtet. Der einzige, sagen wir mal, Unterschied zu dem anderen Waffeleisen ist, dass ich hier in 6 verschiedenen Bräunungsstufen arbeiten kann. Und die können Sie oben auf dem Gerät einstellen. Und dann haben Sie eben den Riesenvorteil. Ja, genau. Genau, ich drehe das jetzt mal hier auf volle Kanne. Genau. Und dann sieht man das ja schon, hier ist das Rädchen, lässt sich stufenlos verstellen. Von 1 bis 6 kann ich hier mir die Tasten wählen. Und auch hier habe ich wieder meine Ampel, also einmal rot und einmal grün. Ganz genau. Und damit sehen Sie dann eben auch wieder, wie sieht es mit dem Backvorgang aus. Und jetzt werde ich mal versuchen, die perfekte Menge Teig zu treffen. Ja, mach das mal. Und hier schöne Herzchen zu machen. Oh, ich bin ja schon gespannt. Macht übrigens echt Spaß. Gerade auch so für Valentinstag, für frisch Verliebte oder zum Geburtstag. Da ist es doch toll, wenn man jemanden Waffeln bäckt und die haben dann noch eine Herzform. Denn ich weiß, Herzformen können ziemlich teuer sein, wenn man seinen Liebsten mal etwas schenken möchte. Und hier habe ich nicht nur eine Herzform, sondern auch gleich noch mein Waffeleisen inklusive. Und das Ganze kommt zu Ihnen nach Hause für unter 17 Euro. Das ist ein wahnsinniges Schnäppchen. Wer hier nicht zugreift, ist selber schuld. Und ich habe hier übrigens auch noch eine schöne Kundenmeinung zu unserem Herzwaffeleisen aus Löwen bekommen. Mit diesem Teil kommt das gewisse Hotel-Frühstücksfeeling nach Hause. Einfach und unkompliziert zu bedienen und auch zu reinigen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Stimmt, in so einem guten Hotel gibt es ja auch mal diese Waffeln, ne? Ja, genau eben. Also ein bisschen Nutella gefüllt, Schokolade. Ich kann Ihnen so diesen, oh, perfekt, schauen Sie mal. Jetzt machen wir gleich mal hier. Schauen Sie mal, so müssen Waffeln aussehen, so und nicht anders. Oh, Hammer. So, Kai, ich bin sehr stolz auf dich. Ich gebe dir das mal rüber, dann kannst du es gleich mal dekorieren. Für das Dekor bin Oder ich gehst du mal hier, dann mache ich nämlich noch nächste Ladung an Waffeln. Ja. So, jetzt. Weil wir haben natürlich hier ein fleißiges Team und die stehen schon alle sind. Mit richtig hier so ein bisschen die Lefzen rausstehen, die alle schon warten drauf, dass wenn die Sendung vorbei ist, dass natürlich all das, was wir hier Ihnen hier präsentiert haben, natürlich auch nicht schlecht wird, sondern dahin kommt, wo es hin soll, in den Bauch. Ja. Und da sind wir natürlich sehr hinterher. Dass natürlich alle lieben, die bei uns hinter der Kamera arbeiten und auch in der Regie, dass die eben auch lecker Waffelchen kriegen. Eben, so soll das auch sein. Schön. Ach, du Vanilleeis, das hätte jetzt auch noch gut gepasst, ne? Boah. Oder wie gesagt, so ein Sorbet, so ein frisches, aber Vanilleeis wäre, das ist eigentlich der Klassiker. Lecker. Das ist schon alles fein. Übrigens, man könnte ja auch den Teig schon vorher mit so ein bisschen Kakaopulver anrühren, dass man da schon so ein bisschen so einen dunklen Teig hat, ne? So ein Waffel. Genau, ja. Schmeckt schon auch gut. Also Optionen sind genügend da und es ist auch immer wieder so, und das wissen wir, dass Sie, liebe Zuschauer, sowieso mit die Kreativsten sind. Ja, und, das stimmt. Da wäre es ja auch mal ganz interessant, wenn Sie uns, kleiner Tipp, wenn Sie jetzt so ein Waffeleisen nach Hause sich holen und sagen, Mensch, das ist jetzt kurz vor Weihnachten noch schön. Übrigens, wenn Sie es bestellen, kriegen Sie auf jeden Fall noch, überhaupt kein Thema, vor den heiligen Tagen, dann ist es so, dass Sie uns doch gerne einfach mal vielleicht ein kleines Video schicken. Wie Sie Waffeln backen, was Sie damit machen. Und das laden Sie dann bei YouTube oder eben bei Facebook hoch. Schicken uns mal den Link an redaktion@pearl.tv, weil das ist ganz interessant zu sehen, wie Sie das so machen. Einfach mal am Nachmittag, wenn Kindergeburtstag ist, wenn Sie Waffeln backen. Wir finden es einfach mal schön, wenn wir die Produkte, die Sie zu Hause haben und total zufrieden damit sind, wenn wir die auch mal zeigen können. Genau. Ne? Und diese Backform, unsere Herzbackform, das besteht aus 5 Herzchen. Das heißt, wenn Sie einmal backen, können Sie gleich 5 Herzchen glücklich machen. Nämlich, das schmeckt besonders gut. Die haben einen Durchmesser von 17 Zentimetern. Also auch schön so als Nebenbeischmankerl oder gerade nach Mittag. Also ich bin immer so, nach Mittag brauche ich was Süßes. Ja. Und da ist es natürlich auch eine klasse Sache. Und hier können wir, das hast du ja auch vorhin schon gesagt, also es gibt Leute, die mögen es schön knusprig oder natürlich Leute, die mögen das schön saftig. Und das finde ich hier gerade schön, dass man das hier einstellen kann, ohne dass ich dann auch ständig nachschaue. Das kann man ja vergleichen so ein bisschen wie bei einem Toaster. Da kann man ja auch verschiedene Stufen einstellen. Genau. Und der eine mag das Toastbrot ja auch lieber saftig, der andere lieber knusprig. Und deswegen hier ist für jeden Geschmack was dabei. Und das macht Spaß. Ja, und das Schöne ist einfach, dass es eben schnell geht. So ein Teig ist innerhalb von 4-5 Minuten angerührt. Und wie gesagt, Anna hat es vorhin gesagt, das, was Sie an Grundmitteln brauchen, um Teig herzustellen, ist normalerweise immer zu Hause. Und es muss nicht immer diese ganzen Süßigkeiten aus den Tüten sein. Da muss ich dann sagen, finde ich eigentlich auch eine Waffel noch viel leckerer. Und vor allem, ich kann mit den Kiddies was zusammen machen. Das finde ich schön. Oder eben mit der Familie. Das heißt, es ist eine sehr gemeinsame Sache, die man da macht. Und ach, ist das süß, Anne. Guck ja, mal da mit Herz. Da kommen die Waffeln raus. Ich kann es leider nicht drehen, weil sonst verläuft es ja. Ne? Ah, man sieht schon doch schön. Guck mal, so ein schönes Herzchen. Oh. Also,
Die Deko-Möglichkeiten sind halt einfach auch unglaublich, was man hier mitmachen kann. Schauen Sie sich das mal an, das ist so lecker, mit Apfelmus, hier mit den frischen Beeren drauf. Und es ist auch vor allem was Persönliches, ne? Wenn du zu einem Geburtstag jemanden, den man gerne mag, dann so eine schöne Herzwaffel schon fertig vorbereitet schenkt, dann ist das natürlich auch, da merkt derjenige, der hat sich ja richtig Gedanken darüber gemacht. Es gibt ja sogar die Möglichkeit, dieses, das kennen Sie alle noch, Punkt, lecker, Punkt, lecker, Komma, lecker. Strich und fertig ist das Mondgesicht. Ne? Und das auch das Dekorieren, war bei uns früher immer das, wenn Waffeln gab und wir hatten irgendwie Schokosoße zum drüber, dann war das Erste, was wir gemacht haben. Irgendwie. Ich bin neugierig. Können wir mal gucken. Schauen wir mal. Oh, das dauert noch ein bisschen. Ah, wir haben es oben vergessen einzuölen, Mensch, ich Doofi. Ich habe es nur unten eingeölt. Ach so, okay. Eieiei, gut. Jetzt schauen wir mal. Lassen wir es mal einfach mal backen. Gucken mal, wie es bei unseren Belgiern aussieht. Ja, okay. In der Zwischenzeit gebe ich mal die Artikelnummer für unsere Herzwaffeln durch. Oder beziehungsweise das Herzwaffeleisen. Das ist die NC 3371 und die 569. Und Sie haben ja auch gerade von unserem Kunden schon gehört, dass das so ein richtiges Hotel-Frühstücksfeeling zu Ihnen nach Hause zaubert, wenn man diese Waffeln dann frisch backt. Und gerade wenn man morgens aufsteht und dann alleine schon der Duft von den Waffeln oder zum Kaffee trinken. Oder natürlich abends nach dem Essen noch mal was Kleines, Süßes. Das ist das, da ist bei mir sofort so eine Kindererinnerung wieder da. Und als wir jetzt angefangen haben, hier den ersten Waffelteig reinzutun. Das ist so ein Geruch. Im Zeichentrick wäre das so ein weißer Rauch, der so ganz langsam so in die Nasenlöcher steigt. Und das ist dieser Geruch, der erinnert mich wirklich immer daran, wenn unsere Frau Mama dann mal das Waffeleisen angeschmissen hat, dann saßen wir dann beide Jungs zu Hause so. Und das ist schon klasse. Und das macht wirklich Laune und es schmeckt einfach sagenhaft gut. Und wie gesagt, variieren können Sie, wie Sie gerade lustig sind. Ja, holen auch Sie sich unsere Waffeleisen nach Hause. Das macht super viel Spaß, kostet nicht viel Geld, ist natürlich auch eine schöne Geschenkidee. Und wenn Sie hier nicht zuschlagen, dann tut es uns leid, weil das ist wieder was, was unheimlich rennen wird. Denn Sie wissen ja, was super praktisch ist, dazu noch lecker ist und wenig kostet, ist bei uns immer so. Für diesen Preis, der ist lächerlich, da müssen wir selbst noch anstehen. Von daher bitte nicht lange zögern. 0180 51 51 und dreimal die 2. Das ist die Telefonnummer für unsere Waffeleisen. Und wenn Sie noch einen speziellen Tipp für uns haben, wie wir den Teig noch zubereiten könnten, dann schreiben Sie uns das bitte gerne an redaktion@pearl.tv. Ganz genau. So, ich helfe jetzt hier mal ein bisschen nach. Ja, das war jetzt natürlich wirklich mein Fehler, ne, dass ich das jetzt vergessen habe einzuölen. So, das kriegen wir hin. Aber kriegen wir hin. Das ist ja trotzdem noch beschichtet. So ist es ja nicht. Ne? Genau, das ist eben der Vorteil. Sie haben es gesehen, auch wenn man was anbackt, tut es eben nicht, weil wir haben hier die Anti-Haft-Beschichtung, die funktioniert sehr, sehr gut. Aber das Ergebnis wäre hier schon mal zu sehen, wie es am Schluss aussieht. Natürlich ist uns jetzt in der Mitte aufgerissen, aber das ist auch nicht so schlimm. Jetzt nehmen wir uns nochmal Teller. Aber deinen Herzteller nehmen wir jetzt dann für die nächsten Herzwaffeln. Okay. Ne? Jetzt tun wir den erstmal hier, aber auch, sehen Sie mal schon mal, perfekt großes Ergebnis. Oh, super lecker. Und das ist gar nicht so schlimm. Wie gesagt, die Anti-Haft-Beschichtung ist eben der Riesenvorteil hier. Das ist ja heute auch Standard bei den Waffeleisen. Und ich finde es einfach gut, dass es solche Techniken gibt. Weil wenn man das früher gemacht hat, musste man einmehlen und so weiter und so fort. Ja, stimmt. Und dann haben sie nachher so eine dicke Mehlschicht oben drauf. Das schmeckt natürlich auch nicht so riesig. Und deswegen finde ich diese Anti-Haft-Beschichtung schon sehr, sehr, sehr feine. Und auch leicht zu reinigen, einfach mit so einem Tuch einfach drüber. Genau. Und dann einfach wieder in den Schrank. Das ist natürlich eine schnelle Sache. Denn wenn spontan mal Besuch kommt oder sie spontan von den Enkelkindern besucht werden, dann soll es natürlich schnell gehen. Liebe Oma, was machen wir denn heute? Und dann können Sie sagen, ich habe was Tolles, wir backen heute Waffeln. Ganz genau. Und das ist dann eben auch immer wieder diese Situation mit den großen Augen und natürlich auch dann dem Magenknurren, was sehr schnell kommt. Und das finde ich eben auch fein. Guck mal, jetzt sind die auch schon wieder so gut wie fertig. Die sind, glaube ich, fertig. Perfekt. Ich schaue jetzt auch mal. So, wir machen hier nochmal zu und geben mal Gas. Ah, nee, noch ein bisschen noch ein müssen bisschen. Wir, oder? Was meinst du? Ja, also das ist jetzt wieder so ein bisschen eher Tendenz saftig. Ne? Ich würde es noch ein bisschen lassen. Okay, wir haben noch gut 2 Minuten Sendung, wir lassen sie noch ein bisschen drin. Das ist nicht das Thema. Aber man sieht auch jetzt hier, auch wenn wir es hier mal zeigen, die sind richtig schön, die sind so, wie ich mir das vorstelle. Die sind so richtig schön innen drin, noch ein bisschen fluffig. Mhm. Ja? Und außen sind die, ich wollte nämlich nur mal probieren. Eigentlich sollte das jetzt auch ein Herz werden, naja, gut. Also, ich kann es Ihnen nur sagen, holen Sie sich die Waffeleisen nach Hause, ist egal ob belgische oder Herz, vielleicht sagen Sie auch zum Variieren, zur Abwechslung nehmen wir beide. Weil das sind noch nicht mal 30 Euro, oder? Habe ich mich? Nö, sind dann noch mal 30 unter Euro. 17 Euro. Ja, genau. Ach, du meinst beide jetzt? Beide genau, zusammen. Genau, alle sind das zusammen. Knapp 30 Euro. Und dann langsam einfach mal zu, weil das zahlen sie für ein normales Waffeleisen allein, für ein belgisches oder ein Herzwaffeleisen alleine schon. Ne? Und insofern können wir Ihnen nur sagen, das macht riesig Spaß, das schmeckt lecker. Ich habe gerade probiert.
Und wir werden jetzt dann auch gleich alle noch weiter probieren. Das können wir Ihnen auch sagen. Ich wollte gerade sagen, sobald die Kamera hier aus ist für diese Sendung, da werden die Kameraleute wieder hier reinstürzen und uns die Waffeln klauen. Und dann können wir uns ja noch ein paar sichern. Wir backen hier noch ein bisschen. Genau. In der Zwischenzeit, wie gesagt, fleißig anrufen, damit Sie auch noch zu einem Waffeleisen kommen. Und das für unter 17 Euro. Das ist schon ein erstaunlicher Preis. Ich schaue jetzt hier noch mal rein, was unsere belgischen Waffeln machen. Ich mag es jetzt ein bisschen saftiger. Okay, also hier die belgischen Waffeln, das belgische Waffeleisen. Ich sage es Ihnen noch mal, NC3370 und die 569, oh lecker. Mm. Und für unser Herzwaffeleisen die NC3371 und die 569, oh, sieht das lecker aus. Guck mal, das wäre jetzt so eine Variation, noch nicht ganz so knusprig, aber das ist, wenn man es wieder mal nicht aushalten kann. Ich bin mir sicher, bei uns wird jetzt gleich die heiße Schlacht am kalten oder sagen wir mal warmen Buffet hier anfangen. Und das ist wirklich lecker. Also, wie gesagt, nochmal, wenn Sie sich jetzt noch in der Zeit, in der kalten Jahreszeit ab und zu mal das Herz und den Magen erwärmen möchten, dann bestellen Sie sich die beiden Waffeleisen, weil leckerer und einfacher geht's nicht. Ja, ja, in der so, Tat. Also, 080 51 51 3 mal die 2 und wir können nur sagen, viel Spaß beim Backen. Ja.